Top-Abmod, Top-Ab. Ja, Ich kann nicht mehr sprechen. Abmoderation. Abmoderation, Abmod. Ja. Ja, keine Ahnung. Haben wir noch Ja. irgendwie was, was. Oh, ich habe mich aufgenommen. Komplett. Hi, ich bin Stefanie und zusammen mit Sophie und Janina studiere ich Motion Pictures an der Hochschule Darmstadt. Und Janina hat in einem der letzten Videos schon von unseren MP5-Projekten erzählt. Und ich konnte meinen Film jetzt letztes Wochenende drehen. Darin ging es um Jamie, ein 8-jähriges Mädchen und ihre Beziehung zu ihrer Mutter. Und dafür habe ich mich jetzt gestern mit meinem DOP Jonas nochmal getroffen. Wir haben so ein bisschen rückblickend darüber geredet, was alles so vor allen Dingen in Kameraarbeit auch schon vor dem Dreh an Vorproduktion eingeflossen ist. Viel Spaß! Hi Jonas. Hallo Steffi. Ich dachte, vielleicht fangen wir einfach mal ganz am Anfang an, nachdem dann irgendwie feststand, in welchen Teams wir die Filme machen. So, was war so das Erste, was du dir überlegt hast, in was in Richtung Kameraarbeit ging? Was waren so deine ersten Schritte da? Da das ja doch schon in die sehr kindliche Richtung ging, was wir vorhatten, eine ganz süße kleine Story eigentlich zu erzählen. Und dann hatten wir gleich zusammen die Idee, beziehungsweise haben es eigentlich gleich in die Richtung getrieben, dass wir einen sehr, sehr nahen Film machen, der sehr nah an dem Charakter generell ist. Und da waren wir uns relativ schnell eigentlich einig und das hat soweit auch super funktioniert. Und dann hatten wir von unserer Uni aus auch so ein kleines Kameraseminar, was ganz cool war, wo wir am Anfang so Moodboards irgendwie erstellt haben. Und da haben wir uns ja dann auch, glaube ich, endgültig, also wir haben uns ja vorher schon mal überlegt, aber dann haben wir uns auch in dem Seminar endgültig entschieden, dass wir auch einen Großteil vom Gimbal filmen wollen, ne? Ja, vorweg hatten wir eigentlich die Überlegung, dass wir, beziehungsweise uns war von vornherein eigentlich klar, dass wir relativ wenig Zeit am Set haben, auch nicht wirklich viel Zeit für Umbauten haben, weil wir haben effektiv mit unserem Kind ja nur 5 Stunden gehabt. Und ja. Mit Kind und Hund drehen ist ja doch schon mal eine kleine Herausforderung. Ja. Und ja, nachdem wir dann das Kameraseminar hatten, haben wir gesagt, dass wir doch das meiste vom Gimbal machen werden. Einfach um flexibel zu bleiben. Und das hat alles super funktioniert. Und ja, ja. Ein paar Sachen haben ich wir dann find's letztendlich auch noch auf der Hand gemacht, ja letztendlich. Also da ja. sind wir dann auch noch ein bisschen näher rangesprungen dann einmal an den Charakter, als es storymäßig ein bisschen mehr zur Sache hektischer ging. Wurde. Und als wir zum Höhepunkt der Story mehr oder weniger gekommen sind, wurde es dann alles ein bisschen hektischer, ein bisschen handlastiger. Ja. Ich denke mal, wir haben ja das Endprodukt auch noch nicht gesehen. Ja, das ich bin dauert mal auch noch ein gespannt, bisschen. Ob ja. das alles so funktioniert, aber ich bin da sehr zuversichtlich, dass das eigentlich ziemlich gut ja. klappen würde. Dann eine Schwierigkeit, die wir hatten, war, dass das ist auch mal ein bisschen unterschiedlich gewesen bei den verschiedenen Projekten, aber bei unserem war es auf jeden Fall so, dass mit dem Entschluss, dass dieser Film realisiert wird, hat für mich eigentlich erst der Prozess des Drehbuchschreibens angefangen. Also ich habe mich dann hingesetzt und die erste Fassung geschrieben. Und ich glaube, wir sind hinterher bei Fassung 11 gewesen, die wir tatsächlich gedreht haben. Ich glaube schon, ja. Was wir aber gemacht haben, dass wir uns fast immer, wenn Drehbuchfassung kam, wo es ein paar größere Änderungen gab, uns auch direkt zusammengesetzt haben und wirklich auch Szene für Szene durchgesprochen haben und sagen, okay, hier könnten wir mit einer Closen reingehen, hier könnten wir mit einer Totalen reingehen, dann könnten wir da so folgend und da irgendwie, wie du eben auch gesagt hast, dadurch dann wenig so unterschiedliche Meinungen hatten und das Ganze eigentlich relativ gut funktioniert hat. Sobald wir bei der Location waren und du die gescoutet hattest und schon mal die ersten Bilder gemacht hattest und man sich dann so die ersten Sachen im Kopf zusammengebaut hat, wie sieht es dort aus? Und wir dann das finale Storyboard dann gemacht haben, das Fotostoryboard, was wir dann später finalisiert haben, haben wir selbst auch dort relativ wenig Zeit gebraucht. Also beziehungsweise wir waren uns ja. auch dort relativ einig, welche Bilder wir brauchen und was ja. wir haben möchten. Um darauf nochmal einzugehen, genau das, was du gerade angesprochen hast, ist dieses Fotostoryboard. Also wir hatten es so gemacht, dass ich vorher schon einmal bei der Location war, geguckt habe, kann ich mir das ungefähr so vorstellen. Und dann, wo das Drehbuch final war und wir auch schon eine relativ konkrete Shotlist hatten, sind dann Jonas und ich zusammen zur Location gefahren mit Lari, die war auch dabei, die uns in der Produktion unterstützt hat, und haben ein Fotostoryboard gemacht. Das heißt, wir haben einfach die ganzen Einstellungen, die auf der Shotlist irgendwie standen, einfach mal inszeniert und fotografiert. Und ich glaube, viele Aufnahmen sind tatsächlich sehr ähnlich geworden, wie das, was wir uns vorgestellt haben. Andere haben es natürlich nochmal auch komplett geändert. Aber es hat auf jeden Fall, glaube ich, enorm geholfen, dass wir am Set einfach nur sagen mussten, okay, wir gehen jetzt zur Einstellung 2a und es gab da keine großen Missverständnisse irgendwie, dass wir beide jetzt irgendwie von was komplett anderem geredet haben, was ich glaube super angenehm war. So. Dann kam natürlich noch die ganze technische Seite, so. Also da habe ich mich größtenteils rausgehalten. Ich glaube außer einmal halt
denen die Sachen auszuleihen. Also das lief auch eigentlich mehr oder weniger reibungslos. Wir hatten halt kleine Ausleihprobleme an der Hochschule. Ja. Da kam es leider zu ein paar Doppelbuchungen und wir hatten plötzlich keine Lampen mehr und mussten dann irgendwie anders über Umwege an Lampen kommen. Und und zum Setup mäßig eigentlich könnten wir vielleicht auch nochmal Kleinigkeit. Eigentlich gedreht haben wir jetzt auf einer Blackmagic Pocket 6K, was denke ich auch eine echt gute Entscheidung war. Finde ich eine schöne Kamera, glaube ich, passt auch echt zu dem Look ganz gut. Mhm. Und als Optiken, mit den Optiken hatten wir jetzt die Zeiss Compact Prime, die auch vom Look her, glaube ich, relativ gut zu dem Film passen, weil sie doch ein bisschen weicher waren. Haben uns dann noch für ein Promised entschieden als Filter und sonst eigentlich nur NDs verwendet. Also ein recht kompaktes Setup und gut zu handeln. Wir hatten 4 Optiken dabei und waren eigentlich zum Großteil eigentlich auf 35mm. Ja, ich glaube, das war jetzt auch alles, was mir gerade einfällt zum Thema Kamerakonzept, wenn du nicht noch irgendwas hast. Ich habe eigentlich nichts mehr. Von meiner Seite sind wir eigentlich durch. Dann war das alles, was jetzt bei uns so größtenteils in die Kamera-Vorarbeit und auch dann zum Teil auch am Set, haben wir ein bisschen erzählt, reingegangen ist. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant und... Ja, wir wünschen euch einen schönen Tag, ne? Macht's gut, ciao. Bitte abonnieren!